hättest nicht kommen sollen, Krieger des Lichts. Mein einziges Streben ist es, diesen Krieg zu beenden. Einen Krieg, genährt von Dogmen und blindem Hass. Ich werde vernichten, wer sich dem Frieden entgegenstellt. Dies ist meine Bestimmung. Und die deine ist es, dich zu finden. Wir haben keinen Gott, zu dem wir flehen könnten. So müssen wir uns selbst erlösen! Nimm meinen Körper, heilige Shiva! Erfülle ihn mit deiner Kraft! Mögest du aufs Neue unter deinen Brüdern und Schwestern wandeln! Setz der Zwietracht ein Ende, auf das durch deine Kraft ewiger Frieden herrsche! Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy 14. Ja, Shiva sieht super schick aus. Ich finde auch, dass das Kolosseum, in dem wir uns hier befinden, super geil gemacht. Jo, der andere Tank hat schon seine Tank-Aura ausgemacht, deswegen werde ich einfach anfangen. Und dann mal schauen, was die Gudi alles drauf hat. Autsch. Das drückt ja richtig, 600.000 Schaden. Mit einem Stack Verwundbarkeit. Ups. Wind werde zu Eis. Licht friere ein zu glasklarem Strahl.
Pustet der jetzt immer hier lang? Der Debuff zieht aber unglaublich Schaden. Zwei Element müsste eigentlich reichen, oder? Schick gemacht auf jeden Fall. Eine Ehrung. Ist egal. Dreimal wertvollster Spieler erhalten. Und einer der Mitspieler hat eine Eisträne gekriegt, um sich was Hübsches zu craften. Des Lichts. Gerade du solltest doch wissen, welchen Schmerz schon ein kleiner Zwist über die Streitenden zu bringen vermag. Dies ist ein Krieg über Jahrhunderte. Kein Opfer ist zu groß, wenn es ein Entrinnen aus diesem ewigen Kreislauf von Gewalt und Zerstörung verspricht. Ich bin bereit, dieses Opfer zu bringen. Ich opfere meinesgleichen für das Ende des Leids. Keiner der Ishgarder erinnert sich an den Grund der blutigen Fehde, an die Sünde, die am Anfang stand. Sie fragen auch nicht danach. Sie sind in Lügen und Dogmen gefangen und blind für die Wahrheit. Es ist noch nicht zu spät. Die Erlösung liegt in unserer Hand. Wir müssen sie denen darreichen, die sie so lange ersehnt haben. Begib dich zum Hüter des Sees, denn er weiß, wie alles begann. Öffne deine Augen für die Wahrheit. Lass die Gabe nicht ungenutzt, die dir geschenkt ist. Die Worte Heidelins. Wie wir sie schon oft gehört haben. Und so entschwindet das Gefäß. Es war vorherzusehen. Lahabrea wird dennoch zufrieden sein. Was meine Freude über den Erfolg beträchtlich trübt.
Es war ja so klar, dass sie auch irgendwann wieder auftauchen müssen. Ein Glück, ihr seid heil davongekommen. Was war da drin los? Erzähl schon. Was? Eisherz selbst hat sich in Shiva verwandelt? Von so einer Beschwörungsmethode höre ich zum ersten Mal. Na, immerhin hast du sie erstmal aufgehalten. Gut gemacht, Killua, du hast es wirklich drauf. Du solltest auch den anderen erzählen, was du in dieser Arena erlebt hast. Treffen wir uns doch gleich im Sonnenstein. Es kann aber einen Moment dauern. Ich muss noch die anderen holen, die sich weiter innen im Schneekleid bereitgehalten haben. Willst du in der Zwischenzeit in Weißenfels vorbeischauen? Alfino ist sicher ganz krank vor Sorge um dich. Das oder er versucht sich als Diplomat. Er sagte was von Verhandlungen mit Ishgard. Auf jeden Fall wird er sich garantiert freuen, wenn du auftauchst. Wir sehen uns dann im Sonnenstein. Jo, dann laufen wir doch mal dahin. Halt noch kleiner Zwischenstopp, Weißenfels. Mein Gott. Jo, Punktecap habe ich diese Woche wenigstens auch mal erreicht. Hab mir davon einen Ring gekauft. Den neuen mittlerweile auch down und davon noch einen Ring gekriegt. Und dann mal schauen, ob falls ich als nächstes spare. Armreif definitiv nicht. Es ist das einzige 90er Teil, was ich noch mit mir rumtrage. Aber ich meine, was gesehen zu haben, dass ich die Hände, dass die super sind für mich. Mal gucken, ob ich mir davon dann die 120er hole. Beziehungsweise mal schauen, wie lange es dauerte, bis T10 im Dreck liegt. Killua, du bist ja schon zurück. Ich bin sehr erleichtert, dich unverletzt zu sehen. Großmeister Eimerick ist gerade eben eingetroffen. Sag, konntest du Eisherz stellen? Auch wenn es noch glimpflich ausgegangen ist, wäre es besser gewesen, die Beschwörung rechtzeitig zu verhindern. Und Eisherz ist frei. Nun, dennoch sollten wir unserem Helden den ihm gebührenden Dank aussprechen, meint ihr nicht, Kristallkommandant? Deine Tat zeugt von beispiellosem Mut. Unser Reich wurde vor einer großen Gefahr gerettet, und dafür möchte ich dir im Namen aller Ishgarder danken. Ja, natürlich. Wie immer bin ich dir zu größtem Dank verpflichtet. Shiva ist vernichtet. Das ist in der Tat eine frohe Botschaft. Dass Eisherz flüchten konnte, ist bedauerlich, aber sie wird nicht lange auf freiem Fuß sein. Es ist die Aufgabe der Tempelritter, sie zu stellen, und ich werde unverzüglich weitere Suchtrupps losschicken. Übrigens, Baron Dremont, ihr sagtet, die Lieferung wurde sichergestellt? Ja, Großmeister. Wir sind bei unserer Suche nach den Heretikern darauf gestoßen. Bis auf die Kristalle konnten wir fast die gesamten Hilfsgüter, die für Geisterzoll bestimmt waren, bergen. Ein überaus glücklicher Zufall. Wir werden die Lieferung um die verschwundene Menge ergänzen und eskortiert von Rittern unseres eigenen Hauses nach Geisterzoll schicken. Sehr gut. Seht zu, dass diesmal alles glatt geht. Ich danke euch, Großmeister Eimerick. Vielleicht darf ich als Ausgleich den Bezwinger von Shiva noch ein wenig länger beanspruchen. Ich möchte, dass du uns nach Camp Drachenkopf begleitest. Orchard macht sich die größten Sorgen um dein Wohlergehen. Als er hörte, dass du gegen Shiva in die Schlacht ziehst, wollte er sofort zum Schneekleid, um dir zu helfen. Ich konnte ihn nur mit Mühe davon abhalten. Nicht auszudenken, wenn sein Geist von Shiva besessen würde. Er ist ja schon sonst schon enthusiastisch genug, vor allem wenn es um dich geht, Abenteurer. Aber wie dem auch sei, treffen wir uns dann in Drachenkopf. Und dann halt noch ein Stückchen weiter. Da zum Glück mit Teleport.
wie ich deine Rückkehr ersehnt habe. Jede Stunde wartete ich darauf, deine prachtvolle Gestalt unversehrt wieder zu erblicken. Du weißt, dass mein heißes Herdfeuer immer für dich brennen wird. Je kälter die Nacht, desto enger muss man zusammenrücken, nicht wahr? Dass die niederträchtige Eisherz deine formidablen Kräfte überbieten könnte, dachte ich nicht einen Augenblick, aber so völlig untätig zusehen zu müssen, wie sich mein tapferer Freund todesmutig in die Schlacht wirft, nie habe ich meine Pflichten, die mich an diese Gemäuer fesseln, mehr verflucht als in diesen Stunden. Aber du bist zurück und keine Schramme verunziert deine Haut. Was für ein Glück. Ich hätte wirklich nicht gewusst, was ich tun würde, wenn du mir nie mehr Gesellschaft leisten könntest. Zu gerne würde ich unser Wiedersehen mit einem Glas wärmendem Glühtee feiern, aber Großmeister Eimerick wartet bereits im Empfangszimmer, um mit euch über eine mögliche Zusammenarbeit zwischen Ishgard und den Stadtstaaten zu sprechen. Geht nur gleich hinein. Ich habe Angst, dass er was von mir will. Das einzig Beruhigende ist, dass er das bei allen Leuten sagt. Ah, da seid ihr ja. Soll ich euch gleich zum Großmeister führen? Ich bitte darum. Was für eine Heldentat. Dein Triumph über Shiva ist der Stoff, aus dem Legenden sind. Alles, was ich über dich gehört hatte, war noch untertrieben. Mit der Beschwörung Shivas durch ihre heretischen Anhänger wurde Ishgard zum ersten Mal selbst mit dem Zorn eines Primae konfrontiert. Shiva hätte große Verwüstungen angerichtet, wenn ihr nicht so beherzt und schnell gehandelt hättet. Dann seht ihr sicher ein, dass solchen Bedrohungen rechtzeitig Einhalt geboten werden muss. Was haltet ihr nun von den Exile, die sich immer weiter in Karthas ausbreiten und Garuda um Hilfe anflehen? Unsere Ritter, die an den Landesgrenzen wachen, würden den Ixar lieber heute als morgen die Federn rupfen. Doch die Kurie beharrt darauf, dass wir uns passiv verhalten und nur in Notwehr kämpfen. Das liegt vor allem daran, dass bisher die Drachen als größere Bedrohung wahrgenommen wurden. Immerhin haben sie bereits zwei unserer Festungen erobert und bedrohen gar unsere Hauptstadt. Wohingegen Garuda bisher kein Interesse an Ishgard gezeigt hat. Unter dem Gesichtspunkt ist es womöglich gar nicht schlecht, dass uns die drohende Gefahr durch die Primae eindringlich vor Augen geführt wurde. Euch, die ihr schon so lange gegen die Primae kämpft, muss es wie Hohn erscheinen. Doch bitte versucht uns zu verstehen. Oft erkennt man seinen Irrtum erst, wenn man die Folgen am eigenen Leib spürt. Aufgrund der Erfahrung mit Shiva muss Ishgard seine Haltung zur Primae-Problematik überdenken. Zumindest wird es nun einfacher sein, unsere Unterstützung für Geisterzoll zu rechtfertigen. Mit Großmeister Emmerich als Fürsprecher werden unsere Kritiker schamvoll verstummen. Ishgard lebt nicht im Überfluss, doch wir wollen im Rahmen unserer Möglichkeiten helfen. Dafür danke ich euch im Namen aller Kolonisten. Unsere Hilfe soll nicht länger an eine Bedingung geknüpft sein. Ihr seid zu keiner weiteren Gegenleistung verpflichtet. Habt Dank, Großmeister Emmerich. Doch gestattet uns, auch weiterhin den Hüter des Sees im Auge zu behalten. Seht es als Freundschaftsdienst. Außerdem liegt es in unserem eigenen Interesse. Wenn sich die Drachen erheben und Kurtas in ein Flammenmeer verwandeln, wird bald darauf auch Mordona brennen. Danke. Damit erweist ihr Ishgard einen großen Gefallen. Doch sagt, glaubt ihr wirklich, Midgard Sommer könnte wieder auferstehen? Der Himmel ist das Fenster zur Wahrheit, doch diejenigen, die seine Zeichen deuten, sind nicht unfehlbar. Dass ich euch um Hilfe gebeten habe, war eine reine Vorsichtsmaßnahme. Ich verstehe. Ihr wolltet uns von vornherein unterstützen, ob der Drache nun zu erwachen droht oder nicht. Geisterzoll ist eure Vorsichtsmaßnahme, euer Schutzschild gegen die galäischen Truppen in Mordona und alle anderen Gefahren aus dem Süden. Ishgard verweigert seinen Nachbarn die Hilfe, spannt sie aber zur Verteidigung des eigenen Territoriums ein. Was wollt ihr damit sagen? Wisst ihr, wer für gewöhnlich zum Großmeister der Tempelritter ernannt wird? Jemand aus gutem Hause. Ich stamme nur aus niederem Adel und dennoch bin ich Großmeister geworden.
Was glaubt ihr, warum das so ist? Weil ich schnell gelernt habe, die Unterschiede zwischen Worten, Taten und Überzeugungen zu erkennen. Sollte die Kurie verlangen, Geisterzoll als Schild aufzubauen, so würde ich dem nicht widersprechen. So oder so bin ich überzeugt, dass allen, auch den Siedlern, am besten gedient ist, wenn Geisterzoll die nötige Hilfe erhält. Wie überaus praktisch, nicht wahr? Der tausendjährige Krieg gegen die Drachen und nicht zuletzt die siebte Katastrophe haben Ishgard ausbluten lassen. Das einfache Volk ist am härtesten von den Entbehrungen betroffen, was ich als einen der Gründe sehe, warum die Heretiker so großen Zulauf erhalten. Dieses grundlegende Problem können wir kaum aus eigener Kraft lösen. Ishgard muss sich nach außen öffnen. Nur in Kooperation mit unseren Nachbarn können wir uns von der siebten Katastrophe erholen und die Bedrohungen durch die Primae, die Galear und auch durch die Heretiker abwehren. Leider ist die päpstliche Kurie nicht gewillt, Fremden zu vertrauen. Dafür ist sie zu sehr in alten Denkmustern verfangen. Ishgard ist stolz auf seine Traditionen, doch die jüngere Generation strebt auch nach Veränderungen. Es ist mir wichtig, dass ihr das versteht. Mir scheint, wir beide streben durchaus nach demselben Ziel. Bitte verzeiht mein Misstrauen, Großmeister Emmerich. Damit tat ich euch Unrecht. Nicht doch. Ihr wart nur offen und ehrlich zu mir. Dafür müsst ihr euch nicht entschuldigen. Den Weg der Erneuerung gehe ich nicht allein. Viele Gleichgesinnte stehen mir bei. So auch meine Begleiterin. Sie genießt mein besonderes Vertrauen und wird in meinem Namen zu euch sprechen. Seneschal Lucia, zu euren Diensten. Ich hoffe, ihr versteht uns richtig. Es ist unklug, dies in Ishgard offen zu bekunden, doch lasst mich euch versichern. Wir möchten Eorzea einen, um uns gegen unseren gemeinsamen Feind zu wappnen. Das Bündnis mit euch ist der einzig richtige Weg, unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen. Denn wer ewig der Vergangenheit nachhängt, droht den Blick auf die Zukunft zu verlieren. Als meine Stellvertreterin wird Lucia die Hilfslieferungen an Geisterzoll beaufsichtigen. Sollten Probleme auftauchen, könnt ihr euch vertrauensvoll an sie wenden. Dass sie nicht aus Ishgard stammt, befreit sie von jeder Bindung an ein bestimmtes Haus. Kein Ritter wäre meines Vertrauens würdiger als sie. Ach ja, dabei fällt mir ein, ich habe noch etwas für euch. Au chefon! Sehr wohl, Großmeister! Als Zeichen unseres Vertrauens möchten wir unsere neuesten Erkenntnisse mit euch teilen. Dazu gehören Hinweise auf die Verbindung zwischen dem Spion und den Heretikern, sowie ein Protokoll über das Verhör des Händlers, den ihr uns übergeben habt. Mögen sie euch bei euren Nachforschungen dienlich sein. Hab Dank, Großmeister Emmerich. Keine Ursache. Schließlich sind die Galear unsere gemeinsamen Feinde. Na also, das lief doch wie geschmiert. Der Samen der Freundschaft ist gesät. Lasst ihn uns hegen und pflegen, auf dass er prächtig gedeihe. So langsam mag ich ihn nicht mehr. Jo, aber an der Stelle mache ich jetzt erstmal Pause und in der nächsten Folge geht's dann weiter mit Aspekte einer Verschwörung. Also bis dahin.